Buongiorno und herzlich willkommen in Minus Cucina. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese richtig schnelle, frische Pasta selber gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Moin, Buongiorno, da ist er wieder. Ja, Leute, so schnell ist eine Woche rum. Es ist Sonntag, es ist Pastatag, Freunde. Heute. Die Pasta, die wir letzte Woche gemeinsam gemacht haben, machen wir uns heute fertig. Ja, da hinten steht schon meine Pfanne. Wir machen uns eine ganz einfache Pasta heute. Ich habe die früher wirklich gern gegessen. Einfach eine Pasta mit Parmesankäse und Butter. Ja, kommen wir mal direkt zu den Zutaten. Wir haben hier richtig schön frisch geriebenen Parmesan, gute Butter, ein bisschen Salz, etwas frisch gemahlenen bunten Pfeffer, guten Olivenöl aus Italien, ein Schluck Wasser. Hier hinten sind unsere Spaghetti, die wir gemacht haben. Da hinten haben wir noch ein bisschen Petersilie. Das zupfe ich mir jetzt gleich ab. Da brauchen wir ein bisschen Petersilie, einfach nur um ein bisschen Farbe noch ins Spiel zu kriegen. Geschmack. Ich würde sagen, kommt dran, wir fangen direkt an. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Petersilie haben wir uns mal eben schnell geholt, haben wir da hinten von der Pflanze abgezupft. Das wird hier heute eine richtig schnelle Nummer. Da die Pasta frisch gemacht ist, brauchen wir die nicht kochen. Ja, wenn ihr die kochen möchtet, braucht die wirklich nur im siedenden Wasser 2, 3 Minuten. Dann ist die al dente, Freunde. Ne? Wir gehen direkt mit allem, was wir hier haben, an die Pfanne und fangen direkt an. Also kommt mit. Wir geben hier ein gutes Stück Butter in die Pfanne. Ja. Schluck Olivenöl. Und lassen das alles vor sich hin schmelzen. In der Zeit gehen wir hier zurück und schneiden uns unsere Petersilie klein. Wie gesagt, lasst die Stiele ruhig dran. Da ist Geschmack drin. Freunde, das Gericht hatte ich früher oft gegessen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob meine Mutter da Petersilie damals dran gemacht hat. Ich meine nicht. Aber ich finde, mit Petersilie schmeckt alles besser. Sobald da hinten die Butter geschmolzen ist, machen wir weiter. Die Butter ist verschmolzen. Die Butter. Da wir jetzt kein Nudelwasser haben, nehmen wir einfach hier ein bisschen Wasser, geben das dazu. Nehmen uns jetzt unsere frisch gemachte Pasta, schütteln so ein bisschen ab, dass mit der Semola runterfällt. Geben die hier rein. Das wird ein Fest, Freunde. Vermengen das alles. Ja, ihr seht jetzt, ne, wir haben jetzt schon eine Creme, obwohl wir nichts gemacht haben. Deswegen nehmen wir uns noch ein bisschen von dem Wasser. Und lassen das einmal kurz aufkochen. Wir haben das ganze Glas hier reingeschüttet. Die frischen Nudeln haben ziemlich aufgesogen. Ja. So sieht es jetzt gerade aus. Jetzt würzen wir uns das alles mit ein bisschen Salz. Und wie immer frisch gemahlenem bunten Pfeffer. Wir können ein bisschen von der Temperatur runtergehen. Die Nudeln, die brauchen noch ungefähr eine Minute, deswegen gebe ich noch mal einen Schuss Wasser rein. Vermengen das alles wieder hier. Wenn das reduziert ist, dann können wir essen, Freunde. Wir geben jetzt unseren Parmesankäse rein. Wie Schnee. Fertig ist unsere schnelle, frisch gemachte Pasta. Schaut euch das an. Können wir schon vom Feuer nehmen, damit es uns nicht anbrennt. Wir richten an, Freunde, und sehen uns vorne zum Essen wieder. Freunde, Video, wie ich die Pasta gemacht habe, verlinke ich euch natürlich hier irgendwo. Ne? Jetzt wird probiert. Auf euer Wohl, schaut euch das an hier. Also für mich gibt es nichts Geileres wie frisch gemachte Pasta. Ich muss gut zugeben,
Ich weiß nicht, warum mir die Pasta so auseinandergefallen ist. Ne, ihr seht, die ist ziemlich eine feste Masse. Aber geschmacklich, boah, geil. Ne, die zerfällt auf der Zunge. Also ich brauche überhaupt nicht kauen, die zerfällt auf der Zunge. Der Käse, diese Butter dabei. Ne, das gute Öl. Wow. Schnelle, einfache italienische Küche. Ich sage es jeden Sonntag, Freunde. Das ist geil. Was soll ich dazu sagen? Ne? Am Ende des Videos bleibt mir wie immer nur zu sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ja? Schreibt mir in die Kommentare. Kennt ihr dieses Gericht? Ja? Pasta Butter? Butterpasta? Ne? Früher arme Leute essen, jetzt würde ich es auf eine Speisekarte setzen, wenn ich ein eigenes Lokal hätte. Ne? Hier unten könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Hier oben lasse ich euch wie jeden Sonntag meine Pasta-Playlist da. Das hier ziehe ich mir jetzt rein. Hinter der Kamera und drin warten die Jungen gegen Mäuler. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao.